Ja, herzlich willkommen wieder mal beim Duell mit den aktuellen politischen und ja auch Gesellschaftsthemen, die wir haben. Heute zum Beispiel soll es zu Straferhöhungen für Klimakleber kommen. Sehr aktuelles Beispiel. Es gibt einen Vorstoß dazu. Wie stehen Sie zu den härteren Führerscheinregelungen, die es kommen wird auf EU-Ebene? Eventuell zumindest ganz dramatische Veränderungen. Wir werden sie diskutieren. Kommt es zu einem Flüchtlingswahlrecht? Eine weitere Frage, die wir uns stellen werden. Und der dritte Kurzfilm ist überraschenderweise aufgetaucht. Zwei waren schon ganz schön viel, es kommt aber noch ein dritter. Kann Kurz Kanzler oder besser konnte er Kanzler? Das werden wir uns heute fragen. Und da gibt es wie immer im dritten Teil unserer Rubrik die Frage des Tages und das Foto der Woche. Ja, und neu in dieser Konstellation, ich darf Ihnen jetzt die Gäste vorstellen, in dieser Form hatten wir es ja noch nie beim Duell, umso spannender ist natürlich, wie das heute werden wird. Die Autorin und Klimaaktivistin Lena Schilling ist bei uns, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Und der Journalist und Kronenzeitungskolumnist Rainer Novak. Rainer, danke fürs Kommen. Danke auch. Ja, ganz neu in dieser Konstellation, Sie wissen eh, wir müssen Vollgas geben, das werden wir auch machen, nämlich bei spannenden Themen. Straferhöhung von Klimaklebern ist ein Thema. Im niederösterreichischen Landtag gab es jetzt einen Vorstoß von ÖVP und FPÖ. Es sollte dichter werden bei den Strafen. Im Raum steht eine Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten, wenn Einsatzfahrzeuge blockiert werden und Menschenleben gefährdet werden könnten. Ist das okay? Es ist eine totale Scheindebatte und ehrlicherweise redet niemand so viel über Klimakleber wie ÖVP und FPÖ. Die geben ihnen erstens damit eine unfassbare Bühne und haben damit ein Bild aufgebaut, wo wir eigentlich über wenig anderes mehr reden, wenn es um Klimapolitik geht. Die ÖVP beschäftigt sich viel mehr mit Aktivistinnen als mit aktueller Klimapolitik. Das ist sehr schade, eigentlich ist es fatal. Und dann kommen wir zu den Fakten. In Österreich ist kein einziges Mal, einmal so halb ein Einsatzfahrzeug blockiert worden. Und auch da ist die Frage, wie wird so eine Rechtsprechung überhaupt ausschauen. Das ist noch überhaupt nicht klar. Es gibt weder eine Rechtsgrundlage und ehrlicherweise sind es politische Nebelgranaten, die überhaupt nicht stichhaltig sind. Und deswegen ist es ein bisschen ein politisches Armutszeugnis, meiner Meinung nach. Ist das so? Ja, also ich sollte jetzt widersprechen, das heißt ja Duell, aber ich kann jetzt nicht zu 100% widersprechen. Ich finde einmal die Taktik der Klimakleber nicht die wahnsinnig schlaueste und nicht die wahnsinnig intelligenteste. Strategisch halte ich sogar für dumm, dass man ausgerechnet die Menschen, die man auf seine Seite bringen will, daran hindert, rechtzeitig im Büro sein. Wenn ich ein CEO bin oder ein Mensch, der solche Entscheidungen nach deren Meinung gegen den Klimawandel oder im schlimmsten Fall für den Klimawandel macht, dann kann ich da lockerer ausweichen und ganz einfach ausweichen und werde vielleicht gar nicht betroffen sein von Klimakleberaktionen. Also ich finde es die falsche Maßnahme. Aber es gibt, und da bin ich bei Ihnen, symbolisch gesehen gibt es bereits ein Strafrecht in dem Land. Und wenn ich eine Rettung behindere, einen Verletzten ins Spital zu bringen, dann brauche ich kein Klimaklebergesetz und da reicht die richtige Strafgesetzgebung. Wobei ich überhaupt sagen muss, dass wir in Österreich ein Problem haben mit Anlassgesetzgebung und Symbolpolitik. Bei ganz vielen Fällen gibt es Ungerechtigkeiten im Gesetzessystem, dann sollte man sie ändern, aber vielleicht nicht immer nur, weil gerade ein Anlass ist und weil gerade irgendwo jemand laut grölt und schreit. Rainer Novak sagt, die Taktik der Klimakleber, verkürzt gesagt, ist dumm. Ich glaube, das, was wir schon sehen, ist, also auch in den ganzen Studien, die jetzt mittlerweile vorliegen, dass wir als Klimabewegung ja als ganz viele breite Teile schon noch an Zustimmung verloren haben. Und das ist was, das muss man sehen, aber das liegt sicher nicht nur an den Klimaklebern, sondern einfach an einer Summe von Krisen und einer Gesättigkeit. Also zwischen Krieg, Klimakrise, Pandemie, Inflation ist es extrem schwierig, ein Thema zu setzen, auch wenn es so wichtig ist. Mhm. Ich habe auch oft gesagt, ich finde, dass man die Richtigen blockieren soll. Ich habe Harald Mara das Mikro weggenommen, den Opernball blockiert und werde auch bei solchen Dingen bleiben. Also es ist nicht meine Art der Aktion. Und auf der anderen Seite, jetzt regt mich das ein bisschen auf mittlerweile. Wir reden schon wieder über Klimakleber als ein Phänomen, während wir nicht über eine ÖVP reden, die länger in der Regierung ist, als ich auf der Welt bin. Und wir stecken knietief in einer Klimakrise. Mhm. Jetzt nach diesem Katastrophensommer, wir haben es gesehen, die Fluten, die Dürren, ganze Existenzen sind zerstört worden und wir fühlen in Österreich die Klimakrise so richtig. Und jetzt stellt man sich hin und redet aber weiter lieber über Aktivistinnen als darüber, was man für die Menschen im Land tatsächlich tun müsste. Reden wir über eine Mobilitätswende, reden wir darüber, wie wir unsere Verkehrsemissionen runterkriegen, reden wir darüber, was es tatsächlich an Klimaschutzgesetzen, an erneuerbaren Wärmegesetzen und Co. braucht. Und wenn sich dann eine Claudia Blackholm zum 70. Mal irgendwo reinstellt und sagt, aber die Klimakrise,
Klimakleber, frage ich mich schon, gibt es noch eine andere Platte? Gibt es vielleicht irgendwie eine Beschäftigung im IPCC-Report und irgendein Verständnis davon, dass wir auf EU-Ebene längst sehr weit fortschrittlichere Regelungen haben? Das ist spannend. Claudia Blackholm prescht ja mit den Strafen da ordentlich nach vor. Aber ist das so, wie Selina sagt, es wird faktisch nur geredet, aber nichts getan? Also ein bisschen ist was schon getan und es gibt immerhin neue ÖBB-Tickets, es gibt eine höhere CO2-Bepreisung und so weiter und so fort. Also man merkt eine grüne Handschrift schon. Wo man die grüne Handschrift vielleicht nicht merkt, ist im Diskurs, warum ist es möglich, dass die Grünen quasi da irgendwie, weil sie haben jetzt zu Recht über die ÖVP gesprochen oder zu Unrecht, und nicht über die Grünen. Die sitzen aber in der Regierung. Also könnten die Grünen ja diese Themen setzen und würden auch damit durchkommen. Ich hätte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die ÖVP in den letzten 3 Jahren den Lauf ihres Lebens hat. Ja, also wir mal schauen, ob sie wieder in der Regierung sein werden. Aber Sie haben recht, seit 1986 ist das so. Also gehen wir mal davon aus. Nichtsdestotrotz sind jetzt nicht die Allerstärksten. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass sie damit so durchkommen mit den Themen. Und warum nicht andere politische Kräfte es schaffen, ihre Themen durchzubekommen. Die FPÖ wird das nicht sein beim Thema Klima, weil das leugnen sie schlichtweg. Aber es gibt ja noch andere Parteien, die da vernünftiger sind als die FPÖ und die setzen offenbar auch nicht drauf. Das sollte Ihnen, wem auch immer, ein bisschen zu denken geben. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sind die Verstrickungen von Politik und Wirtschaft einfach schon sehr, sehr eng und in vielen Fällen waren Wirtschaftsinteressen, schauen wir uns das an, Dieselprivileg. Harald Mara war sehr stolz darauf, das verteidigt zu haben, aber ganz, ganz viele kleine Schritte, wo immer wieder dann rauskommt, dass die Industriellen Vereinigung und die Wirtschaftskammer da mit am Tisch gesessen ist und mitdiskutiert hat. Wir sehen das aktuell beim Erneuerbaren Wärmegesetz, dass wir jetzt mittlerweile seit ich weiß nicht wie vielen Jahren diskutieren. Dann verschwindet es immer wieder unterm Tisch und natürlich sind auch die Grünen bis zum gewissen Grad zu schwach. Aber ich würde den Grünen nicht unterstellen, dass sie nicht wollen würden. Also ich glaube, das ist was, das irgendwie in der Gesellschaft verankert ist. Klimaticket, weil das vorher schon gefallen ist, das kam ja letztlich tatsächlich von Leon Jürgen. Ja, absolut. Auch die Lobautunnel-Absage, die sehr mutig war. Muss man ihm zugestehen, ja. Also auch die höhere CO2-Bepreisung wäre vermutlich unter einer ÖVP-FPÖ-Regierung nicht passiert. Davon gehe ich mal aus. Ja. Ich würde nur um ein bisschen mehr Differenzierung, also das Dieselprivileg, das vermutlich auch bei der Landwirtschaftskammer und bei dem Bauernbund ein großes Thema war, das ist typische ÖVP-Klientelpolitik. Wo ich das nicht so ganz sehe, ist zum Beispiel, wenn man im Bausch und Bogen sagt, na, die Industrie macht zu wenig in Österreich. Also wenn man sich anschaut, eine Föst oder andere Unternehmen im Land und die vergleicht mit vergleichbaren Unternehmen, sogar in Europa, aber ganz arg in den USA oder in Asien, dann machen die natürlich für den Klima oder für die Veränderung und für Maßnahmen gegen den Klimawandel wesentlich mehr als wahrscheinlich so ein typischer österreichischer Politiker. Total. Und ich meine, aber da ganz rezentes Beispiel. Wir haben das gerade in Großbritannien gesehen, wo irgendwie dann erklärt wird, ja, das mit den Klimazielen, sind wir doch mal ehrlich, das werden wir eh nicht schaffen. Und dann stellt sich die Automobillobby hin und sagt, Leute, jetzt haben wir extrem viel darin investiert, auf E-Autos umzustellen, andere Debatten zu führen, zu überlegen, wie man damit umgeht. Das heißt, ja, in vielen Punkten ist die Industrie fortschrittlich. Aber auch da ist meine große Frage, Leute, auch die österreichische Wirtschaft, wir brauchen einfach einen Plan für die nächsten Jahre, planbare Wirtschaft. Und es ist ein bisschen so wie ein sehr schlechtes Fußballspiel, wo jeder ständig den Ball verliert und nie ein Tor geschossen wird. Und irgendwie ist das ein bisschen armselig zum Zuschauen. Also viel geredet, ohne konkret zu handeln. Man muss aber sagen, es gibt sowas wie den sogenannten Zukunftsplan 2030 der ÖVP. Das hört sich nach Plan an, sagt zumindest die ÖVP, es wäre einer. Und auch dort geht es um viel schärfere Strafen, auch wiederum beim Thema Klimakleber, Einsatzfahrzeuge, die behindert werden, Menschenleben, die gefährdet werden und auch das Versammlungsgesetz soll restriktiver gehandhabt werden. Ist das ein Angriff im Wesentlichen auf grüne Ideen? Ich finde es, also ich meine nicht auf grüne Ideen, aber ich finde es spannend, dass man einen Zukunftsplan macht, wo irgendwie drinstehen sollte, weil man ja zugestimmt hat, die Emissionen zu senken und das, womit man sich dann hauptsächlich beschäftigt, sind Klimaaktivisten. Also das ist ja, es muss ja jedem klar sein, dass das vollkommen absurd ist. Und natürlich ist das halt jetzt einfach Taktik der ÖVP. Wir haben die Rede der Nation von Nehammer gehört. Autofahrernation. Und dann sagt man, ja, ganz ehrlich, zwischen 2000 und 2020 sind über 500 Kilometer an Schienennetz abgebaut worden. Und in derselben Zeit hat man über 320 Kilometer an Autobahnen und Schnellstraßen zugebaut. Man hat sukzessive die letzten 20 Jahre ganz viel dafür gemacht, dass die Menschen nicht die Wahlfreiheit haben. Und da war die ÖVP immer mit beteiligt. Und sich jetzt in so einem Zukunftsplan, vor allem mit jungen Menschen auseinanderzusetzen, die sich Sorgen machen. Und ja, dessen Taktik, darüber kann man diskutieren und streiten. Das tun wir ja auch in dieser Gesellschaft.
aber dass dann politische Entscheidungsträgerinnen sich abputzen und wir schon wieder über diejenigen reden, die sich die Hände dabei schmutzig machen, sich fürs Klima auf die Straße zu kleben, aber nicht über diejenigen reden, die sich die Hände dabei schmutzig machen, die Klimakrise mit zu verursachen, ist einfach ziemlich arm. Gut, dann reden wir gar nicht mehr weiter über die Strafen, aber es ist tatsächlich nur ein Punkt noch, ja? Weil es mir eine Rolle, ja, glaube ich, die ich noch nie in meinem Leben eingenommen habe, nämlich kurz mal die ÖBB verteidigen, habe ich noch nie gemacht, das sind natürlich jetzt große Infrastrukturprojekte am Laufen, die natürlich eine unglaubliche Verbesserung bringen, ja, werden, also Stichwort Südbahn, ja, was, oder Südstrecke, was ich ein bisschen ungerecht finde, ist quasi, dass man jetzt sagt, Wahnsinn, wir haben die Regionalbahnen in, finde jetzt was, Zwettl irgendwo, ja, abgeschafft und das ist unglaublich wegen dem Klimawandel. Das sind natürlich schon Entscheidungen gewesen, die zum Teil also in jeder Hinsicht verständlich waren, weil kaum ein Mensch mehr mit dem Zug gefahren ist, mhm, und zu sagen, man lässt einen völlig, also die rentabel ist die ÖBB ja ohnehin nicht, auch wenn sie das Gegenteil behauptet, jetzt bin ich doch wieder kritisch, aber dort war die Bahnstrecken gar nicht rentabel und zwar völlig, stimmt, absurd, ja, wenn man, dass man das dann irgendwann einstellt, das kann schon mal passieren, aber das hat nur bedingt mit dem Klimawandel zu tun. Obwohl, auf, naja, der Weststrecke ist sie rentabel, das heißt, es würde ja bedeuten, Südstrecke wird jetzt genauso kommen, 230 km/h, Wien, Graz, Klagenfurt, wenn es schnell geht, sind, ja, die Menschen wirklich bereit, umzusteigen. Wobei, also definiere rentabel, also die Strecke Wien-Innsbruck, Wien-Salzburg, ja, die wird immer herangeführt, ja, ist natürlich schon rentabel, wenn man sie sozusagen schön rechnet. Aber wenn durch die Investitionen und, ja, natürlich, das ist schon schwer. Na gut, aber da, ja, müsste man auch sagen, Mobilität ist ein Grundrecht. Und ich stimme zu, dass die ÖBB und gerade jetzt unter grüner Regierungsbeteiligung gibt es viele Fortschritte in der Bahn, mhm, das stimmt. Aber man hat zum Beispiel verankert, dass wenn Industriestandorte neu aufgenommen werden oder Co., man zum Teil alte Bahnverbindungen abgebaut hat und stattdessen Straßen hingebaut hat. Da geht es ja nicht nur um Individualverkehr, sondern genauso um Transitverkehr, genauso um die Industrie. Und das sind alles politische Entscheidungen. Und ich glaube nicht, es geht um einzelne Bahnstrecken, die aufgelassen wurden, wo man über Zersiedelung reden muss und über all diese Dinge und über andere Arten der Mobilität. Gut, also ich fasse zusammen, nicht so viel reden, mehr tun, ganz konkret zusammengefasst. Das ist ein bisschen die Erkenntnis aus dem ersten Thema und das Strafthema ist so eine Sache, man redet über Klimakleber, in Wirklichkeit traut man sich über nichts entscheiden. Ich sage mal zusammengefasst. Ja, ein anderes Thema, das ist noch nicht entschieden, es könnte aber relativ heftig werden. Wenn Sie bereits einen Führerschein haben, dann ist das kräftig genug. Wenn Sie aber noch keinen haben, wird es in Zukunft vielleicht ganz anders aussehen. Mhm. Es gibt jetzt einen Vorschlag bei der EU-Kommission, wonach Führerschein-Neulinge in Zukunft nur noch 90 km/h fahren dürften. Mhm. Nicht in der Nacht, also nicht zwischen 22 Uhr und 5 Uhr in der Früh, dann dürfen sie gar nicht fahren. Und selbst wenn sie einen Führerschein haben sollten, oder auch schon länger, dürfen sie nur noch 110 km/h fahren. So will es zumindest ein Entwurf bei der EU-Kommission. Da ist noch lange nichts beschlossen, das muss immer im EU-Parlament beschlossen werden, aber ist das sexy? Fragt sich nur für wen, ja. Vielleicht für die EU-Kommission oder falsch, dafür, das ist sie definitiv nicht. Das ist ein typisches Beispiel, wie die EU es immer wieder schafft, eigentlich von einer durchaus, sagen wir mal, segensreichen Organisation, Institution, Erfindung, in eine völlig absurde zu kippen und das Gefühl hat, die sind völlig lebensfremd und glauben einfach, sie müssen jeden Millimeter und jede Sekunde der Menschen da draußen reglementieren und neu einteilen. Ich halte also von auf dem, es wird eh nicht kommen. Ja? Also deswegen könnte man jetzt die Diskussion abkürzen, aber ich für Sie gerne, weil was soll denn das? Ist also Altersdiskriminierung, ja, Gleichheits, also etc. etc. Entweder man glaubt, jemand kann Auto fahren, dann gibt man einen Führerschein, der darf Auto fahren, oder man glaubt, er darf nicht Auto fahren, dann darf er keinen Führerschein haben. Ja, aber die Fakten sind schon interessant. Hm. Unter 30 Jahren sind nur 8% aller Lenker auf den Straßen, aber 40% aller tödlichen Unfälle passiert quasi zwischen Führerscheinprüfung, sagen wir mal 18 und 30. Also die Jungen sind offenbar statistisch belegt für einen Großteil der Verkehrsunfälle. Völlig d'accord. Ich warne nur davor, eine derartige Argumentationslinie da durchzuziehen, weil da muss man sie in vielen Lebensbereichen durchziehen. Dann geht es darum, wenn Sie ein Mann sind, zahlen Sie dann in Zukunft bitte mehr Steuern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Frau verprügeln, ist höher, dass die Frau Sie verprügelt. So, damit sind Sie für höhere Gesundheitskosten zuständig, damit das Strafsystem. Nein, da bist du aber relativ bald bei so, also dieses Determinieren von bestimmten Volksgruppen. Sie würden wahrscheinlich sagen, wenn es geht zum Beispiel um was das Innenministerium, die Polizei dann immer ganz gerne macht, ist, mit Migrationshintergrund aufzuschlüsseln, da wissen wir dann, also sicher nicht, auch wenn es die gleichen vielleicht statistischen Überschneidungen gibt, dass weiß ich nicht, eine Familie, die ursprünglich aus Tschetschenien kommt, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, straffällig zu sein, ein junger Mann. Ja. Deswegen würde ich den jungen Tschetschenen trotzdem nicht per se anders behandeln und sagen, aber du darfst nicht in die Schule gehen, weil die Gefahr, dass du in der Schule jemanden verprügelst, ist höher. Das wäre völlig absurd. Ich find, und das ist, deswegen darf man das auch mit dem Alter nicht machen. Ja, das ist, wobei, macht unsere Gesellschaft nicht. Ja, und auf der anderen
anderen Seite finde ich diesen Vergleich jetzt ein bisschen anmaßend bzw. ein bisschen groß. Ich meine, ich verstehe die Idee dahinter. Ich finde auch, also eben, es ist ein Vorschlag von der EU-Kommission, das wird noch 7-mal diskutiert, 3-mal abgeschwächt und dann kommt vielleicht irgendwas. Das kennen wir von der EU. Deswegen bin ich jetzt Politik, abschwächen, reden, zerreden und da kommt irgendwas raus. Ja, also deswegen bin ich jetzt auch nicht dabei, jeden dieser Punkte durchzudiskutieren, weil so wird das relativ sicher eh nicht kommen. Mhm. Aber die grundsätzliche Idee zu sagen, okay, 20.000 Menschen sterben im Jahr in der EU durch den Verkehr und man möchte das reduzieren und man möchte mehr Sicherheit auf den Straßen, das finde ich ja grundsätzlich mal irgendwie, das geht ja jedem ein. Und ich glaube, das ist auch in Österreich was, wo immer wieder, ich glaube auch Babler hat das argumentiert, 30, 80, 100, dass diese Tempolimitreduktion, ja, und das ist ja damit drinnen, ja, in diesem Vorschlag, ja, dazu führen wird, dass weniger Menschen sterben und weniger Menschen in Österreich verletzt werden würden. Da gibt es dann zwei unterschiedliche Zahlen, die eine vom ÖMTC, die anderen von progressiveren Gruppen, deswegen werde ich hier keine Zahlen nennen, aber es ist in einem Bereich von circa 100 Menschen pro Jahr in Österreich. Mhm. Und ich verstehe die grundsätzliche Idee zu sagen, wir als Gesellschaft haben eine Verpflichtung, auch den Verkehr zu regulieren. Wir sind froh, dass wir jetzt uns anschnallen, wenn irgendwer Auto fährt und dass wir Ampeln haben, an die man sich haltet und dass es Regeln gibt. Gleichzeitig ist dieser übermotivierte, muss man fast sagen, übermotivierte Vorschlag von der EU. Schön ausgesprochen. Ja, es ist doch eigentlich irgendwie eine gute Idee und so wird er eh nicht kommen. Also ich glaube, dieser Eklat darüber ist vielleicht gar nicht notwendig. Gut, es wird sicher noch heftig diskutiert, wenn Sie wissen, ja, 2024 ist EU-Wahl. Ich möchte nicht wissen, wie es bei der Wahl aussieht, wenn kurz davor möglicherweise das beschlossen werden sollte. Denn es gibt ja noch ein anderes Alterslimit. Ab 60 wird der Führerschein nur mehr für 7 Jahre ausgegeben, ab 70 nur mehr für 5 Jahre und ab 80 nur mehr für 2 Jahre. Und im Wiederholungsfall, man muss dann immer wieder neu antreten, muss man verpflichtend zum Arzt. Das wäre so als 80-Jähriger alle 2 Jahre. Also nicht nur die ganz Jungen werden altersmäßig quasi diskriminiert, auch die Älteren. Mhm. Und zwar schon über 60, also bei mir in 4 Jahren. Das ist relativ bald. Ist dieses Gefühl, dass ältere Menschen vielleicht zu wenig Reaktionskraft haben oder Aufmerksamkeit, ist das auch diskriminierend und unfair quasi? Ist es bis zum gewissen Grad ganz sicher. Ich würde eher dafür plädieren, dass man hergeht und sagt, okay, wenn es da 2 oder 3 Unfälle gegeben hat und sei es nur ein Blechschaden, dass man sich das näher anschaut. Und ich glaube, das passiert zum Teil auch. Ja. Also ich bin immer gegen dieses über den Kamm scheren. Ja? Also ich kenne 60-Jährige, die sind fitter als manche 40-Jährigen, etc. etc. Was kommt als nächstes? Du machst einen Fitness-Test, einen Reaktionstest. Warum nicht? Ja? Aber da gilt dann auch für alle, bitte. Und wenn jemand weiß nicht, 160 Kilo hat und sich schwer tut mit dem Lenken, der darf dann schon, die darf dann nicht. Also ich verstehe diese ganze Diskussion nur zu bedingt, dass man wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter genauer hinschaut. Ja. Wahrscheinlich schon. Aber okay, das ist, glaube ich, bei allen so, wenn ein 40-Jähriger dreimal mit 0,8 oder 1,4 erwischt wird, dann nehme ich an, also ohne es genau zu wissen, dass da ein bisschen genauer hingeschaut wird, wenn das im Regelfall passiert oder wenn das zur Gewohnheit wird und wie bei vielen anderen Themen. Was mich so ein bisschen ärgert ist, also ja, ich bin natürlich für die Gurtenpflicht, ich war auch für ein Rauchverbot, also da brauchen wir nicht über diskutieren. Es gibt gewisse Themen, die sind einfach klar. Ich finde, du dieses übers Ziel schießen immer so sonderbar. Und ich glaube, dass die Europäische Union, die Kommission sich da nichts Gutes tut, weil sie das Vertrauen der Bevölkerung und der Wählerinnen und Wähler verliert. Das ist einfach too much. Ja? Und ich finde, es gibt, ja, man kann über geringere Tempolimits wie in anderen Ländern durchaus diskutieren. Ja? Ich finde, die Deutschen sollten mal vorangehen und welche einführen auf den Autobahnen. Ja. Aber prinzipiell diskutieren und streiten können wir über alles. Nur so. Ja, das ist für mich nämlich tatsächlich auch die Frage, was steht dann auch dahinter? Also argumentiert wird das Ganze ja eben mit diesem Ziel, die Anzahl von Verkehrstoten, genau, und Menschen, ja, zu reduzieren, die verletzt werden durch den Autoverkehr. Und dann ist aber die Frage, klarerweise folgt auch die Europäische Kommission relativ klar Klimaziele, weil die festgelegt sind im Green New Deal. Und wenn das die Idee wäre, dass man dadurch, ich meine, da gibt es ja auch eine Regelung für SUVs drin, ja, soweit ich das verstanden habe. Kein Auto schwerer als 1,8 Tonnen darf, ja, befahren werden, außer Sie machen einen Führerschein der sogenannten Klasse B+, eine neue Führerscheinklasse. Wenn Sie den nicht haben, geht nichts mehr über 1,8 Tonnen, das sind viele SUVs quasi dann draußen. Genau, und dass man so eine Regel festlegt, damit vor allem auch Autokonzerne und Co. sich überlegen, okay, weniger SUVs zu produzieren, dann ist das eine
schlaue Maßnahmen, um den Markt zu lenken auf der Ebene. Das aber zu machen, einen Führerschein zu ketten auf der individualen Ebene, finde ich halt falsch. Also wenn man sowas macht, ich bin absolut dafür, dass wir erstens weniger Autos auf den Straßen haben, nicht keine, und weniger SUVs auf den Straßen haben, und dafür braucht es Regelungen. Ich glaube aber über diese Führerscheinregel, also wenn das verbunden ist damit, fände ich es falsch. Und zu dieser Altersthematik, ich finde halt schon auch, dass es gut ist, ab irgendeinem Alter dahin zu schauen und Überprüfungen zu machen, aber das in der Europäischen Kommission zu verankern, finde ich auch ein bisschen over the top. Ich glaube, Sie haben vorhin einen wichtigen Punkt genannt, der bei allen gilt, und da ist die EU, aber auch die lokalen, regionalen Parlamente wie in Österreich immer mehr zum Problem. Was gut wäre, wäre Planbarkeit. Also zu sagen, wir wissen, was wir in 10 Jahren machen müssen und in 20 Jahren machen müssen. Das kann man natürlich dann anpassen, das können aktuelle Dinge passieren, wie eine Pandemie oder Inflation, da muss man eher entgegensteuern. Aber prinzipiell, dass man so einen Pfad hat, egal ob das die Umweltmaßnahmen sind oder eine Wirtschaftspolitik, der ungefähr hält, ja, für alle in Europa, das wäre, glaube ich, sehr, sehr, würde auch für die Wirtschaft, glaube ich, wichtiger sein, als weniger CO2-Steuern zu zahlen. Also Planbarkeit, ein großes Thema, nicht einfach so von heute auf morgen alles zu ändern. Ein sehr, sehr spannendes Thema wird sicher das EU-Wahljahr 2024 ganz vehement begleiten. Sie wissen ja, im Zeitraum Mai, Juni ist die große EU-Wahl. Das ist ja keine Wahl, die von ganz, ganz großer Beteiligung gekennzeichnet ist. Und solche Themen werden der ein oder anderen regierenden Partei im Parlament nicht wahnsinnig hilfreich sein. So, zwei große Themen haben wir im nächsten Block für Sie vorbereitet. Kommt es zu einem möglichen Flüchtlingswahlrecht auf kommunaler Ebene, sprich etwa auf Gemeindeebene, Gemeinderatswahl, dürften da Flüchtlinge mitwählen? Derzeit dürfen sie es ja nicht. Und es kommt ein dritter Film über Sebastian Kurz. Und wir fragen uns dabei, kann Kurz Kanzler oder konnte er das? Ja, viele Themen. Wir unterhalten uns darüber gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ja, das Duell Teil 2, die nächsten Themen, wir haben es bereits erwähnt. Kommt es zu einem möglichen Flüchtlingswahlrecht auf kommunaler Ebene und kann oder konnte Kurz Kanzler? Viele Chaos bei diesem Satz. Wir werden es nachher eruieren bei unserem Duell mit Lena Schelling und Rainer Dobak. Wir legen wieder los. Ja, es gibt den Vorstoß der deutschen Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, möglicherweise all jene Flüchtlinge, die zumindest ein Bleiberecht für 6 Monate oder länger haben, an kommunalen Wahlen teilhaben zu lassen. Derzeit geht das ja nicht, auch in Österreich geht das nicht. Ist zum Beispiel die Wiener Gemeinderatswahl oder die Bürgermeisterwahl auf gut Deutsch, dann können die nicht mittun. Das Ausländerwahlrecht sieht das ebenso auch nicht vor. Aber es könnte für Flüchtlinge vielleicht eine Änderung geben, wenn es diesen Vorschlag gibt und der auch akzeptiert wird. Sollte man den akzeptieren? Wird Sie jetzt nicht wirklich überraschen, dass ich davon wenig halte. Ich würde eher mal nachdenken, ob man das Wahlrecht zum Beispiel für EU-Bürger auch auf Nationalratsebene ein bisschen beschleunigt und da mehr zulässt. Aber wenn ein Flüchtling wenige Monate im Land ist, dann glaube ich, ist es wichtiger, den Flüchtlingsstatus zu recherchieren, beziehungsweise dann langsam in Richtung Integration zu gehen und dann erst ein Wahlrecht anzudenken und nicht damit zu beginnen. Das finde ich einfach sonderbar. Das heißt, jetzt wäre auch kein Land der Welt bekannt, wo das so... Nein, das ist eh auch relativ revolutionär. Ja. Ich glaube, selbst Kanzler Scholz von der gleichen Partei war etwas überrascht über diesen Vorstoß. Ja. Anlässlich paradoxe der Hessenwahl. Intervention. Ja, paradoxe Intervention. Keiner weiß was davon in Wirklichkeit. Ja, was heißt aber auf EU-Ebene? Das heißt, ein in Österreich lebender Deutscher dürfte bei der österreichischen Nationalratswahl mitmachen. Eher, das eher. Ja. Interessant. Ja, also ich finde, da müssen wir eben generell drüber reden, wie restriktiv unser Wahlrecht ist und der Zugang zu Staatsbürgerschaften. Also auch da, wenn man uns die Zahl anschaut, für Wien gilt das zumindest, ein Drittel der in Wien lebenden Menschen können nicht wählen, auch wenn sie Jahrzehnte da leben. Ja. Und also ich glaube, bevor wir die Debatte führen, ob geflüchtete Menschen wählen können, worüber man ja reden kann, wenn die integriert sind und wenn man darüber irgendwie eine fundierte Debatte geführt hat,
es können so viele Menschen in diesem Land nicht wählen. Und wir sehen, dass sich seit 20 Jahren die Einbürgerungsrate, dass die weniger wird, obwohl mehr Menschen zuziehen. Das heißt, da gibt es auch ein extremes Ungleichgewicht. Mhm. Warum? Eben Österreich hat eines der restriktivsten Staatsbürgerschaftsgesetze überhaupt in Europa. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet einerseits, man braucht relativ viel Einkommen, Absicherung, keine Doppelstaatsbürgerschaften in den allermeisten Fällen und gleichzeitig extrem hohe Auflagen. Und da, wenn wir sagen, Leute leben 15 Jahre in diesem Land, dann finde ich natürlich, dass die mitwählen können. Vor allem, und das steuern wir leider gerade total darauf hin, haben wir ein extremes Demokratiedefizit. Weil, wenn wir uns anschauen, Wahlen. Die erstgrößte Gruppe ist im Schnitt die Gruppe an Menschen, die gar nicht wählen geht. Die zweitgrößte Gruppe sind Menschen, die im Land leben, die nicht wählen dürfen. Mhm. Und erst dann kommen alle anderen. Das heißt, eben in Wien ist das nochmal extremer. Aber auch in Österreich ist die Bundesregierung etwa von 36% legitimiert, die in diesem Land leben. Mhm. Das ist nicht die Mehrheit. Mhm. Und damit haben wir eine wahnsinnige Frage. Das ist eine relative Mehrheit. Genau, aber dann haben wir eine Frage von Partizipation und schon, aber sollten wir nicht in einem demokratischen Staat möglichst vielen Menschen möglich machen zu partizipieren, auch weil wir sehen, dass die Zustimmungswerte zu Regierungen, zu dem politischen System, zu all dem relativ rapide runtergehen, weil man den Leuten nichts mehr zutraut. Das ist ja interessant. Wählen wirklich zu wenig, als dass man das Ergebnis nicht ernst nehmen kann? Also ich sehe diese Defizite auch. Ich sehe sie nur in anderen Bereichen, vermute ich, als Sie. Ich sehe sie zum Beispiel beim Thema direkte Demokratie. Hm. Also warum Österreich nicht ein weniger mehr oder sich ein bisschen ein Vorbild an der Schweiz nimmt und bestimmte Vorhaben einfach abstimmen lässt. Die Schweizer sind es gewohnt, dass sie quasi alle zwei Wochen zur Urne schreiten. Hm. Und sie ist jetzt übrigens die Wahlbeteiligung geht jetzt nicht, sackt jetzt nicht in den Keller ab, dass die letzten 50 Jahre, sondern das ist eine demokratische Partizipation der Bevölkerung. Das wäre zum Beispiel, finde ich, was für Österreich sehr gut ist. Ich habe nicht ein, warum die, unter dem Deckmantel der repräsentativen Demokratie quasi alles und immer wieder entschieden wird. Also warum wir bestimmte Themen wie zum Beispiel, also vielleicht, was Ihnen gefallen wird, ja, dann lass uns doch über den Mietpreisdeckel abstimmen in Österreich. Mhm. Und beide Seiten sollen ihre Argumente bringen. Also mehr Volksabstimmungen. Volksabstimmungen, Befragungen, wie auch immer. Ja, kann man auch kommunaler Ebene machen, dass man da dann diskutieren kann. Also wenn ein deutscher Manager, der in Wien lebt, 20 Jahre lang hier arbeitet und aber deutscher Staatsbürger bleiben will, was ein gutes Recht ist, warum der dann nicht mitwählen darf, kann man, glaube ich, nur schwer erklären. Gut, das war eh schon das erste Argument. Sehr interessant, das sind jetzt schon sehr, sehr viele. Die größte Ausländergruppe in Österreich sind die Deutschen und die dürfen alle nicht mitwählen, muss man ganz klar sagen. Sie verstehen wahrscheinlich den Text auf den Wahlkarten, Sie dürfen aber gar nicht hingehen. Das ist die Situation. In einigen wenigen Gemeinden gibt es Kommunallaborausnahmen, aber im Wesentlichen darf man gar nichts, muss man ganz offen sagen. Mhm. Lena Schilling hat aber ein paar Gruppen genannt, die nicht mittun dürfen. Sollte man grundsätzlich das Wahlrecht hinterfragen? Jetzt nicht nur im Sinne natürlich der Flüchtlinge, wie es jetzt im Rahmen des deutschen Vorstoßes diskutiert wird, sondern überhaupt, es sind zu wenig, die einfach hin dürfen. Naja, aber nur wenn die Wahlbeteiligung runtergeht, dann zu sagen, jetzt holen wir noch mehr Leute rein und die dürfen dann wählen, damit irgendwer wählen geht, das führt die Demokratie dann auch ein bisschen ad absurdum. Also das Wahlrecht ist schon ein hohes Gut und das kann man jetzt nicht inflationär jedem umhängen, der gerade vorbeigeht und in Wien Schwächert landet, sondern das würde ich schon ein bisschen, also da muss man ein bisschen was dafür tun. Ja? Jetzt können wir über die Staatsbürgerschaft auch trefflich streiten. Gibt es erfolgreiche Länder mit hohen Integrationserfordernissen wie die USA, die das jetzt auch nicht gerade verschenken, ja, und die trotzdem ein klassisches Einwanderungsland die letzten 100 Jahre waren und wahrscheinlich bleiben werden. Ich sage nur, also es gibt, das heißt, also wenn ein Land die Staatsbürgerschaft nicht sofort hergibt, heißt das noch lange, dass es kein gutes Einwanderungsland ist. Ich glaube, aber da ist genau der Unterschied. Also einerseits geht es ja nicht nur darum, dass man will, dass die Menschen die Staatsbürgerschaft haben. Das ist eine Debatte, aber bei uns ist Wahlrecht an Staatsbürgerschaft gebunden und das ist auch okay so. Aber genau da sind wir bei dem Punkt, weil der Zugang zur Staatsbürgerschaft schwer ist, können die Menschen oft an politischen Systemen überhaupt nicht partizipieren. Und weil sie das nicht können, ist dann auch die Frage der Integration meiner Meinung nach schwieriger. Wenn ich in einem Land nichts mitzureden habe, beschäftige ich mich auch nicht mit der politischen Situation oder mit der politischen Lage, weil meine Meinung ist da eh wurscht. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Und dann, ja, natürlich, eben Deutsche sind die größte Gruppe an Menschen, die nicht in Österreich geboren sind und gleichzeitig halt trotzdem. Zum Beispiel in Frankreich haben wir ein Recht, wo Staatsbürgerschaft per Boden, also wenn man geboren wird in Frankreich, ist man französische Staatsbürgerin, französischer Staatsbürger. Das ist bei uns nicht so. Bei uns wird die Staatsbürgerschaft vererbt. Ja. Auch eine lustige Eigenschaft, aber über all diese Dinge müsste man streiten, wenn man über das Wahlrecht redet. Mein Anspruch ist, als junge Demokratin zu sagen, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich in diesem Land sich einbringen, diskutieren, streiten,
partizipieren. Wir sehen, der Demokratieindex geht immer weiter runter. Also das stimmt für Österreich tatsächlich einfach. Und da ist die große Frage, wie schaffen wir es, nicht nur mehr Menschen dazu begeistern zu wählen, sondern generell zu partizipieren. Und ich bin ganz dabei, wir brauchen mehr direkte Demokratie. Und vielleicht Bürgerinnenräten in Kommunen und in Gemeinden, die sich über Dinge streiten und diskutieren. Aber ich möchte eine aktive Demokratie, wo mündige Bürgerinnen und Bürger auch das Recht haben, mitzureden, mitzustreiten. Und ich glaube, das wird der Integration viel Gutes tun. Die Volksbefragung ist sozusagen, das ist gefruchtet, muss ich sagen. Ja, wobei letzter Punkt, Jus Solis, halte ich für hat natürlich auch negative Auswirkungen. Klar. Das sieht man auch in den USA, wo dann viele Touristen, Paare, wenn die Frau sehr schwanger ist, versuchen noch einfach für die zweite Staatsbürgerschaft in die USA zu kommen. Ist gefährlich, ja, weil es würde natürlich einen quasi ein Aufruf sein, wenn sie eine Familie gründen wollen und sie schwanger sind, dann kommen sie nach Österreich, weil dann natürlich. Ich halte es für viel gefährlicher, dass die Menschen nicht partizipieren dürfen und nicht mitbestimmen dürfen. Na gut, der Rainer Nowak sagt hier, wenn immer weniger Wahlen gehen, kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man immer mehr irgendwie eine holt, damit halt halbwegs eine vernünftige Anzahl von Teilnehmenden da ist. Nein, überhaupt nicht. Aber allein die Möglichkeit, sich in politischen Prozessen zu partizipieren, kann ja zu einer Politisierung führen. Aber gerade bei jungen Menschen, ich bin im 12. aufgewachsen, in einer Klasse mit einem großen Migrationshintergrund. Und gerade da sind politische Themen bei jungen Menschen viel weniger einfach auch präsent, weil es oft gar nicht die Möglichkeit gibt. Und da zu sagen, das beginnt ja schon von klein auf, wenn man quasi sagt, ja, du bist zwar da geboren, aber du hast nicht die österreichische Staatsbürgerschaft, tut mir total leid, aber wir reden jetzt in der Klasse, wie das 5 Jahre in Geschichte darüber, wie man wählen geht und was das heißt, weil im Grunde interessiert es mich nicht, was du denkst. Gut. Aber der Fokus ist, das Flüchtlingswahlrecht ist wohl auch nichts, was in Österreich kommen dürfte. Es gibt zwar unterschiedliche Überlegungen, wie könnte man mehr Demokratie im Land schaffen, aber es wird wohl definitiv nicht an den Flüchtlingen liegen. Ja, ein anderes Thema. Die Überraschung war groß. 2 Filme gibt es ja bereits. Kurz, der Film und das Projekt Ballhausplatz von Paul Langbein. Beide über Sebastian Kurz und beide behaupten, sie hätten ein objektives Bild über den Ex-Kanzler. Und jetzt kommt Sebastian Kurz, the truth, die Wahrheit, großes Wort, gelassen ausgesprochen. Ein neuer Film, ein weiterer von Jakov Sedler, einem kroatischen Regisseur. Man hört um ein paar hunderttausend Euro. Interessanterweise auf Vimeo wird man ihn sehen und nicht unbedingt im Kino. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Interpretationen, was die Besucherzahlen betrifft. Manche sagen, ja, das ist geschönt, da hat die Produktionsfirma in Wirklichkeit selber Karten angekauft, dann aber nicht besetzt. Es interessiert keinen, dorthin zu gehen. Und trotzdem gibt es mehr und mehr Filme. Wieso eigentlich? Will er noch was, der Sebastian? Ich habe keine Ahnung. Ich muss gestehen, also wie es zu 30 weiß, den Kurzfilmen kommen konnte, entzieht sich leider meiner, also ich kann es auch nicht, also normalerweise kann man ja was verstehen, was nicht, aber kannst du zumindest nachvollziehen, in dem Fall kann ich es nicht einmal nachvollziehen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht, ohne mit irgendwem darüber gesprochen zu haben, hat Sebastian Kurz oder seine Mitstreiter gehört, dass es einen Film geben wird, der sehr kritisch und mit ihrer Zeit quasi massiv abrechnet und quasi der völligen Inkompetenz zeigt. Und dann hat sich wahrscheinlich jeder Mensch, ich würde dann nachdenken und sagen, na gut, entweder halten wir das aus oder man ruft einen Anwalt an und vielleicht kann man was rechtlich machen, vermutlich nicht. Und nein, haben sich die Sebastian Kurz-Leute gedacht, na gut, machen wir einen eigenen Film. Wäre ein klassischer Sebastian Kurz, vielleicht war es auch wirklich ein völlig unabhängiger Einfall eines deutschen Produzenten mit Hilfe aus Kitzbühel, kann schon sein. Ja. Ich gestehe es auch, ich mache jetzt gerade was Schlimmes, weil man soll über nichts reden, was man nicht gesehen hat. Ich habe die Filme nicht gesehen. Es ist verziehen. Keine Ahnung, deswegen, ich weiß es nicht. Kann sich sagen, mich wundert es, es wird wohl Leute geben, die glauben, dass es eine Rückkehr von Sebastian Kurz geben sollte, ein Teil in der ÖVP, aber nur ein Teil. Ein ganz harter Kern vielleicht sogar vor dieser Wahl. Ich halte das für ausgeschlossen, also technisch und in jeder Hinsicht. Aber anscheinend gibt es da so eine Anhängerschaft. Mich erinnert es komischerweise ein bisschen trotzdem an Friedrich Merz, den man natürlich überhaupt nicht mit Sebastian Kurz... ganz viele Dinge sind unterschiedlich zwischen den beiden Herren. Nur, was es schon gab unter all diesen Merkel-Jahren, war immer diese Merz-Fraktion in der CDU, die ständig immer so wieder befeuert hat und in den Medien ist immer wieder aufgeploppt. Ja. Ja. Und tatsächlich sitzt er jetzt heute da und führt die CDU und ist in Umfragen jetzt auch nicht gerade der Weltmeister. Also vielleicht sehen wir irgendwann einmal Sebastian Kurz dann mit grauen Schläfen und wieder in einer Rückkehr. Zur Zeit halte ich es für ausgeschlossen. Rückkehr?
Das halte ich nicht nur für ausgeschlossen, es sollte so sein nach der ganzen Geschichte. Sebastian Kurz ist zur Seite getreten, zurückgetreten aus seinem Amt und das mit vielen guten Gründen. Und ich finde es ja lustig, dass wir schon wieder da sitzen und über einen mehr oder weniger politisch bedeutungslosen Ex-Kanzler reden, der aber dieses Land auf Trab hält. Ich meine, 3 Filme ist ja wirklich eine Leistung. Wir scherzen immer wieder, wann kommt die nächste Serie oder gibt es irgendwann Sebastian Kurz-Merch mit so Puppen im Kinderregal? Und wenn dann doch eine Verurteilung... Barbie Basti. Hm? Ja, ja, Barbie Basti. Wenn es dann die Verurteilung geben sollte, wegen was auch immer, natürlich nur mutmaßlich oder wie auch immer, dann kann man dieser Kurzpuppe so ein Sträflingsgewand anziehen. Das fände ich irgendwie einen schönen Move. Das ist ein Saga. Ein Sträflingsgewand für eine Kurzpuppe. Okay, auch noch nicht gehört, aber interessant. Das könnte man in so Sets machen, wie so Barbiehäuser. Gut, man Sebastian muss aber sagen, es hat Borgen gegeben, eine dänische Serie über Politik, wie die Premierministerin dort eine Frau sozusagen teilweise auch über Leichen gegangen ist, auf Netflix zu sehen. Konnte er Kanzler? Boah, ich glaube, darüber kann man streiten. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, es sind ganz, ganz viele Dinge in der Zeit extrem falsch gelaufen. Also angefangen von diversen Korruptionsskandalen. Ich meine, Thomas Schmidts Chats waren ja ein unglaubliches Fass für die Medien und für uns alle. Nicht nur zur Belustigung, sondern ehrlicherweise auch schockierend, wie da Postenbesetzungen und Co. gelaufen sind. Man hat da ehrlicherweise auch mit der Demokratie ist man Schlitten gefahren. Und deswegen sage ich, nein, konnte er nicht. Und ich wünsche mir auch, dass wir ab jetzt eine andere Politik sehen, eine ehrlichere, eine aufrechtere. Und man muss das alles noch aufklären. Also wir haben diesen Kamasin-Prozess gesehen. Und ich hoffe, dass er im Namen der Aufklärung all das, was wir in diesen Chats gesehen haben, und da liegt ja sicher noch mehr, auch einfach aufgeklärt wird. Im Oktober kommt das jetzt in wenigen Tagen, wenige Wochen, 2 Wochen sozusagen. Und es ist relativ kurz einmal anberaumt, schon mal was rauskommt. Ja, aber auch Rainer Novak noch mal kurz gefragt. Konnte er Kanzler? Na, ich glaube, es sind zwei Punkte, die da zur Beurteilung, glaube ich, heranzuziehen sind. Punkt 1, es war natürlich, das ist sozusagen das Entschuldigende, mit der Pandemie kaum was möglich. Also das war eine getriebene Regierung, und zwar nicht nur er, sondern alle seine Minister, erinnern an 3 Gesundheitsminister, die wahrscheinlich jetzt, also ich sage nur Anschober, jetzt nicht die schlimmsten Gesundheitsminister der Zweiten Republik waren. Mhm. Sie waren Getriebene von dieser unglaublichen Situation. Noch nie war eine Bundesregierung mit solchen Maßnahmen, so einer Notsituation konfrontiert. Und ganz offen, man wählt ja eine Regierung de facto immer für schön Wetter und ein bisschen Probleme. Jetzt weiß ich schon, dass der Klimawandel ein großes Problem ist, aber prinzipiell wählt man Regierungen, weil man nicht davon ausgeht, dass sie ihn am nächsten Tag zu Hause einsperren. Ja, also ich, diese Regierung, also die, ich bin anderen, wurscht. Also man wählt nicht Parteien, damit sie einen einsperren, aber das ist bis zum gewissen Grad passiert und wahrscheinlich war es auch notwendig. Ja? Mhm. Das meine ich damit, deswegen ist die Beurteilung total schwierig, weil man nicht weiß, wer hätte das anders gemacht, wäre Werner Faymann oder Franz Franitzky oder Wolfgang Schüssel ein besserer Pandemiekanzler gewesen, dann kann ich nicht sagen. Mhm. Was ich schon sagen kann, ist, dass ich deswegen aber auch ein bisschen den Reformmut, den Sebastian Kurz vor der Wahl im Wahlkampf versprüht hat und den er auch sozusagen angekündigt hat, der dann nicht eingehalten worden ist. Ein einfaches Beispiel, das ganz simpel ist, dass man zum Beispiel das Pensionsantrittsalter einfach an die Sterbetafel, an die Statistik, kann man übrigens auch wieder sinken, wenn in Deutschland und in den USA die Leute früher sterben, dass man das einfach angleicht und damit eine Gerechtigkeit schafft. Mhm. Das ist nicht passiert, weil man sogar davor Angst hatte, was würden die Medien, was würden die Wähler sagen. Und das meine ich, es war ein bisschen zu wenig Wolfgang Schüssel in Sebastian Kurz, aber ich nehme an, das sehen Sie ganz anders. Das heißt, zu viel gesagt im Vorfeld und dann kein Mut, das wirklich am Boden zu bringen. Ich glaube, zu wenig, also was ist jetzt geblieben? Es ist geblieben die Pandemie, was ist geblieben von Türkis Blau, ist eigentlich das größte Maßnahme zur Zusammenlegung der Krankenkassen gewesen. Sozialleistungen gekürzt. Gar nicht so wild, wie vielerorts behauptet. Aber das wird eine Maßnahme sein, selbst wenn sie hätte besser gemacht werden können. Bin überzeugt davon, kein vernünftiger Politiker würde die jemals wieder rückgängig machen. Das ist so wie bei der Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie, da waren sie, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt. Also die zusammen waren, haben wir 2 Polizeikörper in Österreich gehabt. Ja. Landpolizei und der Stadtpolizei mit Doppelstrukturen. Dann hat es die ÖVP verändert und abgeschafft. Hat es natürlich so verändert und abgeschafft, dass sie überall ihre eigenen Leute reingedrückt haben und die Roten rausgehauen haben.
war ganz schlecht gemacht oder sehr ÖVP-mäßig gemacht, aber die Tatsache an sich würden wir jetzt trotzdem nicht mehr zurücknehmen und sagen, jetzt fangen wir wieder ganz schlecht gemacht und ÖVP-mäßig als Synonym, da stehe ich schon ganz dabei. Nein, natürlich, und ich glaube, man muss sich ja auch anschauen, unter welchen Bedingungen man das gemacht hat. Die Pandemie hätte weniger schlimm sein können, hätte man nicht am Gesundheitssystem Jahre davor schon so viel kaputt gespart, hätte man nicht besser ausgebildete Pflegerinnen haben können, mehr Pflegerinnen. Das ist eine ganze Grunddebatte, die man da führen muss. Was waren die Bedingungen, warum diese Zeit auch noch mal schwerer war? Frau, nur ganz kurz, da muss ich jetzt wirklich vehement widersprechen. Ja, bitte. Wegen kaputt gespart. Also wenn was noch funktioniert in einem Land, waren es genau die Spitäler und die Ärzteschaft, weil sie eben nicht so schlecht ausgerüstet sind wie in Norditalien und in anderen Ländern. Also da waren die Österreicher dann doch aufgrund der Finanzierung der letzten 20 Jahre, die immer besser sein könnte, dann trotzdem sogar... Ich wurde eines Besseren belehrt, ich habe dann immer wieder geschrieben, ja, warum brauchen wir überall kleine Spitäler am Land, so ein Wahnsinn. Ja, die haben sich dann schon ausgezahlt, gebe ich zu. Also trotzdem hat man die Gesundheitsbudgets immer wieder gekürzt. Und gerade da, also wenn man mit Pflegerinnen und Ärztinnen aus der Zeit redet, da hätte viel mehr gehen müssen. Es ist jetzt eh müßig, über die Phase, die Sebastian Kurz im Nachhinein zu blicken, überraschend ist, kommt vielleicht noch einmal ein Comeback. Beide Kontrahenten schließen es aber mehr oder weniger aus. Es wäre sinnlos und wirkt absurd. Aber den dritten Film gibt es, zumindest auf Vimeo. Ja, es gibt aber auch wieder unsere Frage des Tages. Und die hängt mit einem der Themen zusammen, die wir bereits besprochen haben. Sie können sich überlegen, könnten Sie draufkommen, was es war? Wir haben auf krone.at vor einigen Tagen auch danach gefragt. Denken Sie aber kurz nach. Wir kommen nämlich gleich wieder. Und es gibt das Foto der Woche. Eine berühmte Persönlichkeit des Landes an einem eher ungewöhnlichen Ort. Wir sehen mehr dazu gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Duell, der dritte Teil. Herzlich willkommen ein letztes Mal für heute bei den aktuellen Themen, die es zu diskutieren gibt in dieser Konstellation, wie wir sie bei uns im Duell noch nicht hatten, Lena Schilling und Rainer Novak. Ja, Sie wissen es, am Beginn unserer Kurzrubriken gibt es immer wieder etwas, was man vielleicht erraten könnte. Was könnte denn da gemeint sein dieses Mal? Und zwar beginnen wir zum ersten gleich einmal mit der sogenannten Frage des Tages. Ja, und die bezieht sich auf etwas, was wir bereits besprochen haben im Zusammenhang mit den neuen Führerscheinregeln der EU. Der Kommissionsvorschlag ist ja nicht nur auf Liebe gestoßen, der Vorschlag, aber die Frage, die wir unseren Zuseherinnen und Zusehern gestellt haben, sollen Autolenker ab 60 Jahren fix zum Arzt? Ist das grundsätzlich eine gute Idee oder nicht? Ich würde sagen, die meisten Krone-Leserinnen und Leser haben gesagt, sicherlich nicht. Wäre meine ganz freche Schätzung. Okay, das ist eine freche Schätzung. Ich würde mit dem anschließen. Also die Leute würden eher sagen nein. Mehrheitlich nein. Ja. Mehrheitlich nein. Ich sage es noch nicht, weil man wird ein bisschen, Sie müssen ja warten ein bisschen. Sie haben vielleicht mitgemacht, es sind ja immer zigtausende mit. Und bei unserer Frage des Tages ganz einfach krone.at auf Ja oder Nein drücken und so kommt es zum Ergebnis. Jeden Tag eine neue Frage. Mir taugt das im Wochenende auch immer mit. Es ist wirklich deppensicher, geht ganz, ganz schnell. Und dann denkt man sich, nur was denken die anderen? Das werden wir aber erst in ein paar Minuten sagen. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt, es ist nervenzerfetzend. Aber jetzt, wir haben es ja vorher schon diskutiert. Ist es grundsätzlich gescheit, dass man mit 60 und dann 70, 80, öfter steht dann nimmer, also es steht nichts mit über 80, dass man da immer wieder fix zum Arzt muss? Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine medizinische Überprüfung gibt, aber ich würde mal auf jeden Fall die Zeiträume weitersetzen. Mhm. Ja, und also länger sozusagen, ja, dafür also, wird den Helden. Und jetzt sage ich jetzt einmal beinhart, ja, also wenn wir in einem Land leben, wo das Pensionsantrittsalter zumindest offiziell bei 65 bei Männern ist, würde ich mal meinen, dass wenn man einen Job machen kann und voll arbeitet rund um die Uhr, dann kann man Auto fahren. Na gut, das heißt nicht, wenn man zum Arzt geht, dass er sagt, Sie sind vollkommen hoffnungslos überfordert, bleibst daheim und Sie kriegen den Führerschein nicht mehr. Also Arztuntersuchung kann ja auch positiv enden. Was? Dass man nicht mehr arbeiten muss, oder? Nein, dass man noch weiterfahren darf, sozusagen. Nein, okay, also 60 ist zu früh, offensichtlich, sagt sinngemäß Rainer Novak. Ist es
gescheit, Autolenker zu überprüfen ab 60 beim Arzt? Ich glaube, beim gewissen Alter ist es sicherlich schlau, das immer wieder zu überprüfen. Wird am Anfang auch gemacht. Alleine nach einer gewissen Dauer verändert sich die Sehfertigkeit. Also ich würde das nicht nur ans Alter koppeln, sondern wenn man irgendwie mit 18 einen Führerschein macht und dann 40 Jahre später aber keine Brille hat, aber 5 Dioptrien mehr, ist das vielleicht schlau, wenn man da drauf kommt aus Gründen. Ob das an den Führerschein gekoppelt sein muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde auch 65 wäre doch ein okayer Vorschlag und für sichere Straßen, warum 60, nicht? 70, 80. Lena Schilling, Hand aufs Herz, an eine Klimaaktivistin gefragt, hat man als junge Frau einen Führerschein heutzutage? Nein, sehr zur Schande meiner Familie, dass ich das sehr wünscht, dass ich ihn mache, habe ich keinen, weil ich in einer Großstadt wohne und glaube, ich brauche keinen. Heißt nicht, dass ich ihn niemals machen werde, aber nein. Weil auch andere das gar nicht so wollen? Oder wie ist denn das? Dann hört man immer, Generation Z braucht es eh nicht mehr und Auto, wenn nur Sharing, wir kaufen kannst mehr, wir brauchen kannst, wir verdienen eh nichts, so sinngemäß verkürzt gesagt. Ist das so das Gefühl, wenn man sich im gleichen Alter umhört? Ja, eher schon. Ich glaube, es gibt ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle, weil, also ganz ehrlich, würde ich am Land wohnen, hätte ich einen Führerschein, weil ich ihn brauchen würde. Und das ist wieder bei so einer Frage, wenn man den Führerschein braucht und nicht anders von A nach B kommt, natürlich macht man dann einen Führerschein in Wien mit einem gut ausgebauten Öffi-Netz. Ja, wir haben ja die Jahreskarte um 365 Euro und die ist gleich geblieben. Doch interessant, viele Jahre schon. Ja, wir kommen zur Antwort. Wie stimmt die Mehrheit von Ihnen zur Frage, ist es gescheit, die Menschen zum Arzt zu bringen ab 60? Ja, sagen nur 26%, nein, sagen 74%. Die klare Mehrheit ist dagegen. Darf ich eine ganz freche Frage stellen? Sieht man, kann man abstimmen und sein Alter angeben bei dieser Frage? Das wäre extrem spannend. Ja, das fände ich jetzt. Das stimmt schon, das wäre vielleicht interessant. Müssten wir gleich mal die Programmierer weitergeben? Nein, du kannst nur Ja dann eindrücken. Ja. Wurscht, ob du jetzt 25 bist, 55 oder 95. Ja, es wäre spannend, ob es da eine unterschiedliche Altersverteilung gibt. Weil es sein könnte, dass die älter sind, Nein sagen und die jünger sind, sagen Ja. Das könnte so sein, aus einer Interessensfrage. Gut, wir werden es nicht ergründen können, aber die klare Mehrheit ist dagegen. Und ja, wie immer, so gegen Ende der Sendung noch ein anderes, teilweise schmunzelhaftes Bild. Das ist schon ein ungewöhnliches, es kommt aber es nichts Orges. Wir hatten da ja schon Liebesszenen in diesem Foto der Woche. Schmunzelhaft, was ist das? Es ist ungewöhnlich. Ein Mann, den man kennt in Österreich, denkt nach, und zwar in der U-Bahn. Wir kommen zum Foto der Woche und das dürfen wir Ihnen jetzt präsentieren. Sie kennen ihn wahrscheinlich, Alexander Van der Bellen, auf dem Weg zur UNO-Vollversammlung in New York, wie von der Stadtverwaltung empfohlen, per U-Bahn unterwegs. Angeblich hat er sich seinen Redetext noch einmal durchgelesen, heißt zumindest auf Twitter, auf X, wie man jetzt sagen muss, von ihm selber geschrieben. Der Mann studiert noch in der U-Bahn seine Unterwagen. Ein Bundespräsident ohne Leibgarde offensichtlich in der U-Bahn? Nein, es wird wohl, nehme ich an, schon Begleitung dabei gewesen sein, weil so einfach, glaube ich, geht das nicht. Aber Alexander Van der Bellen ist bekannt dafür, ein echt österreichischer Bundespräsident zu sein. Man sieht ihn ja auch mit Hund am Heldenplatz und Sackerl. Und man sieht ihn ja auch beim Einkauf am Samstagnachmittag auf der Marie-Hilfer-Straße. Also es ist schon ein Bundespräsident, wie er gut zu dem Land passt. Wir sind übrigens, weil Sie vorher Borgen genannt haben, die Länder wie Dänemark, skandinavische Länder, Österreich, da sind wir eine wunderbare, wunderschöne, großartige Ausnahme, dass es noch immer möglich ist, dass einige Politiker sowas wie ein normales Leben haben können. Aber ich muss auch dazu sagen, es nimmt immer mehr zu, dass bestimmte Minister, aus welchen Gründen auch immer, angegriffen und bedroht werden und dann immer mit großer Garde überall kommen müssen. Ja. Aber an und für sich ist der Österreich im Vergleich immer noch die Insel der Seligen. Wir kennen auch die mit dem Gardeschutz zu uns ins Studio dann kommen. Das ist spooky, dann stehen ja ein Haufen Staatspolizisten da herum. Ich glaube, das Van der Bellen, so wie ich den einschätze, schaut sich da die Rede zum ersten Mal an. Weil ich glaube, wenn's so ein Alexander Van der Bellen, das Vorbereitung ist was für... Ganz kurz noch ein paar Sekunden. Alexander Van der Bellen in der U-Bahn, ein schönes Bild, so wie es Rainer Nober gesagt, weil es in Österreich halt so geht. Offenbar geht es in New York auch. Ja, auf jeden Fall. Und man kann ihn auch in Wien in der U-Bahn antreffen. Das ist mir schon häufiger passiert, also durchaus authentisch und durchaus in Ordnung. Und eben, ich würde mir auch wünschen, dass Politiker genauso wie alle anderen normalen Menschen auch die Möglichkeit haben, normal mit der U-Bahn zu fahren. Na bitte, jetzt haben wir es heraus. Ein Mann zum Angreifen, Alexander Van der Bellen in der New Yorker U-Bahn, aber auch in Wien, den Öffis unterwegs. Ich sage vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio, zu diesen spannenden Diskursen teilweise. Man muss ja nicht alles immer gleich sehen, das ist auch gut so. Davon lebt das Duell ja. Heute in einer Woche, Sie versprechen es, Sie sind wieder mit dabei. Wir kommen mit ganz aktuellen Themen, mit ganz aktuellen Ansichten und wir bauen auf Sie. Sie werden wieder zusehen, gleicher Sendeplatz, gleicher Sender, KRONE TV, das Duell. Heute in einer Woche, alles Liebe bis dorthin und auf Wiedersehen.